Theoretisch übrigens, gell, ich hatte die Woche zwei Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Die eine war am Mittwoch in der Kantine bei mir um die Ecke, Kaiserschmarrn mit Pflaumen. Und heute hätte es Spinatzernknödel mit irgendeinem Grödel gegeben. Und beides bin ich schuld. Ich habe beides nicht wahrnehmen können wegen dir. Danke, Merkel. Was hast du da vorhin? Hm. Augen auf immer in der Kumpelwahl. Ich bin ein Opfer des Mobbings im Hause Katschel Partisan. Der Arik, der muss den Arsch mitnehmen, der hat diesmal Stress. Wir haben aufgrund von technischen Schwierigkeiten das Video auf Donnerstag verschieben müssen, dass ihr dann quasi morgen schon seht. Das ist also so aktuell, dass selbst ich mich wahrscheinlich morgen bei der Premiere noch dran erinnern kann. TTT, ist viel los. Machen wir. Diesmal ist wirklich viel Zeug. Ich versuche mich kurz zu halten, das wird mir nicht gelingen, ich mache es trotzdem. Wo fange ich an? Ach je, fangen wir mal mit was Hochaktuellem an. Die neue Hordern Rife. Album Nummer 4, den Fredemackt. Hordern Rife ist nicht, weil sie zuletzt schon auf dem Partisan gespielt haben oder generell für eine obskure und okkulte norwegische Black Metal Band, sind die ganz schön straff unterwegs, spielen auch viel und sind veröffentlichungsfreudig, denn die gibt es eigentlich erst seit 2014 und den Fredemackt ist Album Nummer 4. Hochproduktive Band. Und ja, das ist schon ein Fakt, die Band, die weiß, was sie macht. Die haben fast so eine Wohlfühlzone gefunden. Sie haben einen Sound entwickelt und weiter definiert. Fredemackt ist ein logischer Nachfolger von Winds of Wrath. Und von den ein, zweimal, die ich bis jetzt mir das anhören könnte, gefühlt das beste Album, was die gemacht haben. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Die Vinyl-Version ist noch nicht ganz fertig, die hat sich ein paar Wochen verschoben. Die CD zumindest ist pünktlich da zum VÖ und ist Killer geworden. Absolut Killer. Hat Warn Records wieder einiges an schönen Veröffentlichungen rausgebracht, pünktlich. Beziehungsweise in dem Fall vertrieben von Warn, veröffentlicht über Territory Possessions. Anders ist in dem Fall von Arstidir Livsins. Die sind mit neuem Album am Start, Alderlock. An sich vielleicht eine Band, die man nicht zwingt bei Warn Records Veröffentlichung ja erwarten würde, aber sie sind seither eigentlich bei dem Label und sind ein bisschen anders geartet, weil sie schon sehr dem paganistischen Black Metal anhören, aber super tief, super spannend. Und es ist ja im Endeffekt so liner-technisch sehr, sehr eng verbandelt mit Helruna mittlerweile und oder ja, war es glaube ich schon immer. Da es die letzten Jahre ein bisschen ruhiger um Helruna geworden ist, ist Arstidir Livsins jetzt nach der coolen EP vom letzten Jahr, Herma Lausatz, die schon eine Dreiviertelstunde Spielzeit hatte, haben sie es diesmal beim neuen Album auf Doppelvinyl und Doppel-CD geschafft. Weit über 80 Minuten geht das neue Material. Die Band hat isländische Wurzeln, klingt soundtechnisch auch so, hat ein bisschen Helruna, einen Touch und beschreiben würde ich das vielleicht am ehesten wie die glorreiche Mittelphase von Negura Bunket auf isländisch. Und ist wirklich sau cool.
immer noch so ein bisschen unterm Radar, spielt halt nicht live. Aber die Veröffentlichungen sind nicht nur toll aufgemacht, sondern auch wirklich, wirklich musikalisch hochgradig überzeugend. Ja, Arstidia Livsins. In eine ähnliche Kerbe schlägt die neue Sigartyr. Citadel of Stars ist auch eine Band bzw. ein Projekt, was schon länger im Underground unterwegs ist. So eine Mischung aus ja, folkloristisch, heidnischer Black Metal. Und Citadel of Stars ist nach einer längeren Pause wirklich ein beeindruckendes Comeback-Album, das muss man sagen. In der limitierten Digi-Doppel-CD mit einer 6-Song-Demo-Bonus-CD. Ja, klingt wie das Beste von Bathory zusammen mit Sur. So ein bisschen, aber eine aufgeräumte Version davon. Es ist nicht zu folkloristisch. Es hat einen super Flow wie diese ganzen Bands. Es fließt unglaublich beeindruckend dahin. Und eine tolle Produktion und geile Songs, ist ein wirklich starkes Comeback-Album einer Band, die mir schon im Begriff war, aber die immer nur so in der zweiten Reihe mitgeschimpft ist. Das ist beeindruckend stark. Citadel of Stars. So, nur wisst ihr wahrscheinlich alle, Rotting Christ haben ein neues Album rausgebracht, Pro Christu. Ich glaube, Studioalbum Nummer 13 mittlerweile. Will da gar nicht zu viele Worte drüber verlieren. Die Band hat mittlerweile nicht umsonst das Standing, das sie hat. Die sind mittlerweile vielleicht auch ein bisschen, gehen sie auf Nummer sicher, denn wer das Vorgängeralbum The Heretics kennt, weiß, wo das musikalisch hingeht. Es ist typischer Rotting Christ Black Metal, super symphonisch, unglaublich heidnisch, vor allem mit einem sehr, sehr beeindruckenden Songwriting. Sollte man, ja, kann mir nicht vorstellen, dass das jemand von euch da draußen noch nicht kennt, ist wie immer super, super cool. Ich finde tendenziell den Vorgänger einen kleinen Tick besser, aber das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. So, wo gehen wir hin? Ja, weil es eine Sache ist, auf die ich mich super gefreut habe und super gespannt war. Hell Butcher, das Debüt. Sollte bekannt sein, einer der zwei Nachfolger von Niflheim, die Band um die zwei Hauptprotagonisten, hat sich ja entzweit und Hell Butcher, sprich der Sänger Pelle von Niflheim, hat mit neuem Line-Up quasi eine Band gestartet, die 1:1 wie ein logisches Nachfolgeprojekt von Niflheim klingt. Vielleicht ein Tick Nekrophobik mit drin, aber super schlüssiges Speed Metal Black Thrash Inferno, sehr, sehr cool gemacht. Geile Songs, geiles Artwork auch. Kann ich nur empfehlen für Leute. Es ist der Bloodbath Drummer noch dabei. Dazu der Friedrich voll klare von Unleashed ist da noch dabei und noch ein paar etliche Leute aus dem Umfeld. So, wir haben auch Lieferungen bekommen von
Misaku und Ojo und Dark Descent Records. Zwei Sachen will ich wenigstens vorgestellt haben. Das sind die hässlichen Dänen von Septage. Die haben mit Septic Worship ein super ultra ekliges Album veröffentlicht, was Freunde vom Debütalbum von Carcass Meets Repulsion sehr, sehr glücklich machen sollte. Sehr, sehr, sehr cooles Album geworden. Die hatten ja schon zwei EPs und waren auch auf Tour gewesen mit Hyperdontia, haben also gezeigt, dass es eine sehr, sehr coole Band ist. Es ist nichts für Schöngeister. Aber wer Spaß an gorigen Death-Grind hat, sollte Septage unbedingt gehört haben. Ich hatte gestern erst das Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, wir sollten in unserer Sendung irgendwann mal ein Türkei-Special machen. Und ehrlich gesagt, da muss ich wirklich länger drüber nachdenken. So aus dem Stand fällt mir da nicht so viel ein. Vorkommen würden aber sicherlich Engulfed. Die es mittlerweile auch schon seit 2010 gibt, die haben ein neues Album namens Unearthly Litanies of Despair am Start. Incantation trifft auf frühe Morbid Angel und mit der rabiaten Härte von Dead Congregation heutzutage. Und also finsterer, sehr, sehr versierter Death Metal, der einfach nur Spaß macht. Ja, nicht ganz sicher, ist glaube ich auch schon Album Nummer 4 mittlerweile. Sehr, sehr coole türkische Death Metal Band, die man kennen sollte. Für weitere Tipps für Oldschool Death Metal wären definitiv die neue Necrot. Spielen bei uns auf dem Partisan und ich freue mich da mörderisch drauf. Lifeless Birth heißt deren neues und drittes Album. Sind im Endeffekt machen sie das auch, was sie die letzten zwei Alben gemacht haben, sind wahrscheinlich ein Stück weit überlegter im Songwriting, hier und da auch ein Stück weit melodischer, zugänglich. Auf ihre Art und Weise war Necrot ja schon immer relativ zugänglich, also da es bleibt relativ viel Songmaterial hängen. Ansonsten ist es schon roher, auch bisweilen hässlicher Ami-Death-Metal, der einfach Spaß macht. Und Songs wie der übercoole Drill the Skull sind einfach stark wie Sau. Ja, und Gate Creeper am neues Album am Start. Dark Superstition sind mittlerweile beim Branchenriesen Nuclear Blast angekommen, haben sich auch echt Zeit gelassen für ihr drittes Album. Und es ist auch musikalisch ein Stück weit anders als die letzten zwei Alben. Sie sind wesentlich melodischer, ohne ihren Grundsound verloren zu haben. Aber ja, das Ganze klingt schon eine Mischung wie aus den letzten zwei Gatekeepern, die sehr viele Edge of Sanity-artige Songs spielen. Und das hat zwei Durchläufe für mich gebraucht, aber dann hat es super funktioniert. Bin gespannt, komme ja auch auf Tour. Weiterhin ist sehr, sehr coole Band.
Gatecreeper. So, befürchte, wir werden hier heute nicht alles schaffen, sonst wird das wahrscheinlich für euch da draußen ein Stück weit zu viel. Oder für mich. Aber das möchte ich erwähnt haben. Zum Pantli. Ein neues Release von 20 Bucks Spin. Bereits Album Nummer 2 und ist ein kalifornisches Projekt aus dem Umfeld von Xibalba, eine alte Oldschool Death Metal Hardcore Band, mit die sehr auf ihren mexikanischen oder aztekischen Wurzeln quasi aufbaut. Bei Tom Pantley geht das noch ein Stück weiter. Es ist ein Projekt vom Sänger mit einigen etlichen anderen Musikern noch. Da wird dieses Aztekengeschichte noch ein Stückchen weiter ausgebaut thematisch. Es hat immer so einen leichten Touch, wobei musikalisch das nicht unbedingt in eine folkloristische Ecke abläuft. Nein, es ist mehr sie nennen es Doom. Aber es ist fieser, finsterer, primitiver Death Metal, der unglaublich schleppend und effektiv arbeitet. Es ist massiv, es ist heavy wie Sau. Und es ist ein Stück weit catchy, was wenn ich mich dunkel entsinne, das Debütalbum hat mich damals gar nicht so sehr überzeugt gehabt. Aber Beating the Drums of Ancestral Force ist wirklich, wirklich ein geiles Album, was ich mir wahnsinnig gut für Live-Geschichten vorstellen kann. Tom Pantley. Seltsamer Name, aber ja, das sehen wir Mitteleuropäer so. So, versuchen wir mal, ja. Weil es eine Sache ist, die mir super gefällt. Ich hab das ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Old Man's Child war schon immer eine nicht unwichtige melodische Black Metal Band aus Norwegen für mich. Am meisten wahrscheinlich dadurch bekannt, dass deren Hauptsongwriter Galder dann irgendwann bei Dimmu Borgir eingestiegen ist und jetzt quasi mit den zwei Hauptprotagonisten bei Dimmu Borgir seit nunmehr bestimmt auch 20 Jahren so das Songwriting-Trio hinter Dimmu Borgir forciert. Und in dem Zug sind in den letzten 15, 20 Jahren Old Man's Child eigentlich, ich sag's mal vorsichtig, eingeschlafen. Musikalisch nicht weit weg davon. Aber wir reden hier von Reissues von den ersten beiden Veröffentlichungen, sprich In the Shades of Life, das 94er Demo, und das 96er Debütalbum Born of the Flickering. Und ich war eigentlich immer, bei mir war Old Man's Child immer Album 2, 3 und mit Abstrichen Album Nummer 4 gewesen. Und ich habe eigentlich die Frühphase zwar gehört gehabt, aber schlichtweg ein bisschen aus den Augen verloren habe. Retrospektiv muss ich heutzutage sagen, sind das musikalisch sogar die Releases, die von der Band fast am besten gealtert sind. Ist nicht unähnlich Dimmu Borgir zur Phase Stormblast, noch ein bisschen fließender, eigenwillig, aber sehr, sehr cool. Das Demo ist ein bisschen mit zwei Bonustracks auf Albumlänge, also kommt dann auch auf knapp 40 Minuten. Gibt es auf CD und auf Vinyl und ich glaube sogar auf T-Shirt. Sehr, 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 sehr cool. Old Man's Child ist auch so ein bisschen eine Band, die leider Gottes hinten runtergefallen sind. Aber ja, macht ja nichts. Zwei neue Geschichten aus Norwegen, wenn wir einmal in Norwegen sind, die man unbedingt genannt haben sollte, sind zum einen die neue Cold. Du Dermis Till Död. Die Dämme sind dead, die brennen jetzt gelöst.
ist ja nun auch keine unbekannte Band mehr. Ist nahezu dieselbe Band wie Toulouse und die haben in den letzten 10 Jahren fast so einen wechselseitigen Rhythmus entwickelt. Immer ein Toulouse-Album und dann ein Cold-Album. Jetzt ist halt mal wieder Cold dran. Musikalisch ist das nicht, alles nicht weit voneinander entfernt. Toulouse ist ein Stückchen naturbelassener. Cold ist simpler, sehr, sehr düsterer, groovy, mittelschneller Black Metal. Mal ein Stück weit schneller, mal aber auch langsam. Es ist sehr, sehr überlegt. Es hat einen tollen Sound. Der Bass-Sound von Cold und Toulouse ist unglaublich toll. Und griffige, sehr, sehr simple Songs, die sehr, 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 sehr viel Spaß machen. Coole Band, schon länger eine coole Band und Du Dummest Till Dead ist ein fantastisches neues Album. Ich empfehle den Song Droll Doms Dömmt. Sehr, sehr, sehr cool geworden. Und weil wir einmal dabei sind, das hatte mir bis dato nichts gesagt. Der Name sagte mir schon was, Grabbel. Das sind, ein Familienprojekt schlussendlich. Krabbel ist eine norwegische Familie, die Band besteht aus 4 Leuten, die alle über teilweise 3 Generationen miteinander verwandt sind. Und da sind unter anderem auch der Basser von Toulouse dabei. Und der Sänger ist der Mastermind hinter Enne Welde und Misotheist. Also demzufolge, logischerweise reden wir von einer Terratur Possessions Veröffentlichung. Fließender, lupenreiner, sehr, sehr cooler Black Metal. Die familiär sehr eng miteinander verbunden sind. Das geht über 3 Generationen. Never ist das Debütalbum und ist ein sehr, sehr cooles, reines, fließendes norwegisches Black Metal Album geworden. Sehr, sehr geil. So, das schieben wir fürs nächste Mal. Die 2 Sachen machen wir noch, weil es wirklich cool ist. The Omega Swarm. Crimson Demise ist das Debütalbum dieser deutschen Superstar Group. Musikalisch eine Mixtur aus feilschnellen, super produzierten Melodic Death und symphonischen Black Metal. Da sind Leute dabei von der Sänger von Wound, dann der Gitarrist und Hauptsongwriter von Sulfur Eye, der Basser von Sumerian Tombs unter anderem und ich glaube der Schlagzeuger ist mittlerweile auch bei Sumerian Tombs. Sehr, sehr cool. Es geht in die Richtung. Es ist auf jeden Fall was für Fans von Sulfur Ian, die ja eh auch schon immer sehr, sehr hitlastige Songs haben. Das ist hier fast noch ein Stückchen weiter. Das Ganze ist bisweilen sogar ganz schön opulent und massiv produziert, fast schon überproduziert für Warn Records Verhältnisse, aber sehr, sehr cool gelungen. Die Songs sollten Freunde von melodischem Black Metal und melodischem Death Metal, die was Neues suchen, auf jeden Fall super glücklich machen. Ich bin beeindruckt. Das ist wirklich auch ein songtechnisch sehr, sehr starkes Debütalbum geworden. Und meine 80s Seele. Nestor, Teenage Rebel. Ja,
Wer das Beste sucht heutzutage aus was Bands wie Whitesnake, Aerosmith, Europe und Foreigner nicht mehr komponieren können. Nestor sind eine relativ junge Band, ist übertrieben. Die Jungs fußen auch schon auf einer Band, die 1989 gegründet haben, aber die es nie zu was gebracht hat. Südschweden, fantastische Musiker, großartige Songwriter. Und Teenage Rebel ist ein wieder mal nach Kids in the Ghost Town ein massives Stadion-Rock-Album, was hymnischer nicht sein kann, wie wirklich 80er Jahre Stadion-Rock zu besten Zeiten. Großartige Songs, Victorious, Unchain My Heart, Teenage Rebel, We Come Alive oder die wahnsinnige Ballade Daughter. Sehr cool. Das ist erstmal von meiner Seite. Ich habe hier schon was liegen, das können wir dann in ein paar Wochen für die nächste Sendung noch verwenden. Ich denke, soweit reicht es erstmal. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. We weren't just marking time. We made a difference. Not bad. Not bad at all.